Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir gerade Tee gemacht und zwar mein Lieblingstee gerade. Das ist von Pukka, der Apfel-Zimt-Tee, und der ist so gut und ich habe nur noch zwei Beutel und deswegen ist es einer der letzten, die ich trinken werde. Aber den gibt es ja immerhin noch weiter und ich werde einfach nochmal einkaufen. Das Thema des Videos ist eigentlich ein ganz anderes, und zwar war ich heute unterwegs. Ich habe nämlich einen Spaziergang gemacht und es war nämlich so, so schön draußen. Ich habe es auch auf Instagram geschrieben und ich war für euch ein paar Supermärkten und Discountern, weil ich geguckt habe, was es alles so an veganen Weihnachtsprodukten gibt, also Süßigkeiten eben zur Weihnachtszeit, die vegan sind. Ich dachte mir, dass vielleicht auch Leute, gerade die so ein bisschen sich überlegen, ich würde gerne vegan essen, mich ernähren, aber mir fällt es schwer, jetzt auch gerade zur Weihnachtszeit, und dann gibt es einen Festbraten und alle meine Freunde essen Süßigkeiten und ich kann dann sozusagen gar nichts essen, und denen möchte ich auch zeigen, dass es nicht stimmt, dass es wirklich eine große Auswahl an Produkten gibt, die vegan sind und die im Supermarkt erhältlich sind. Und genau, ein paar Inspirationen möchte ich euch geben. Ich habe ein paar Produkte gekauft, ich habe nicht alles gekauft, weil sonst hätte ich so, so viele Süßigkeiten zu Hause gehabt, die hätte ich gar nicht geschafft zu essen. Und deswegen habe ich von den anderen, die ich jetzt nicht gekauft habe, Bilder gemacht, die blende ich euch nochmal ein, damit ihr die seht, und wenn ihr darauf Bock habt und die mögt irgendwie, dann wisst ihr, ah ja, die gibt es dann in dem und dem Supermarkt. Ich war bei Aldi, bei Lidl, bei DM, bei Netto, also dem roten Netto, der mit der Discount-Netto eben, und bei Kaufland, und habe da einiges bekommen, und das zeige ich euch jetzt, und wir fangen auch in der Reihenfolge an. Ich war bei Aldi und habe diese Marzipankartoffeln gekauft, und ich mag ja Marzipan sehr gerne. Und dachte mir, die nehme ich mal mit. Einmal im Jahr kann man die ruhig essen. Die sind von Centis übrigens. Die kosten, glaube ich, aber genauso viel wie die Original von Centis, die es vielleicht woanders gibt. Und insgesamt kann man auch sagen, dass die meisten Marzipankartoffeln vegan sind. Ich glaube, da gibt es jetzt fast keine Ausnahme. Auf jeden Fall, wenn ihr nochmal andere seht oder so, guckt drauf, hinten auf die Verpackung, also beziehungsweise auf die Zutatenliste, überprüft es. Aber normalerweise sind Marzipankartoffeln vegan. Und genau, die Preise blende ich euch auch ein, damit ihr seht, was die Produkte gekostet haben, die ich jetzt gekauft habe. Dann habe ich gekauft einen Früchtelebkuchen, beziehungsweise mehrere Früchtelebkuchen. Und ich weiß nicht, ob ich die schon mal gegessen habe. Allerdings kann ich mich nicht mehr richtig daran erinnern. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie so saftig sind. Irgendwie so geil, Lebkuchen saftig. Aber ich vermute, dass sie eher ein bisschen härter und würziger sind, was ich nicht ganz so gerne mag. Ja, ich probiere sie einfach mal. Dann wissen wir gleich mehr. Ja, sehr lecker. Die sind von der Konsistenz ein bisschen fester. Also beim Kauen merkt man das so ein bisschen. Nicht ganz so fluffig. Ich habe mal früher als Kind immer so kleine Lebkuchen gegessen mit unten Schokolade und oben Zuckerguss, also ähnlich wie die. Und die waren immer so weich. Die sind ein bisschen fest, aber vom Geschmack richtig gut. Also nicht so, wie ich dachte, dass die so stark gewürzt sind. Nee, die schmecken mir. Also die kann ich empfehlen für alle, die so Lebkuchen mögen. Und die sind auch vegan. Und dann habe ich bei Aldi noch Mahnbrot entdeckt. Und Schokoladenkugeln, also so aus Edel. Bitter, und die finde ich allerdings nicht so gut, die hatte ich letztes Jahr mal gekauft, aber die sind mir zu dunkel irgendwie gewesen, obwohl ich jetzt gar nicht abgeneigt bin, dunkle Schokolade gegenüber, aber die waren mir zu stark irgendwie. Und dann habe ich noch Weinbrandfässchen und Kirschlikörfässchen entdeckt, die gibt es glaube ich auch bei Kaufland in einer anderen Verpackung dann, beziehungsweise vom anderen Hersteller, also oder anderes Label drauf. Genau, jeder, für jeden, der Alkohol dann noch ein bisschen schlürfen mag im Schokofässchen. Und es gab dann noch der Lübecker Edelmarzipan und Edelmarzipan. Dann gab es noch einen Edelmarzipanstollen. Den gibt es übrigens auch bei Kaufland und bei Netto. Den habe ich bei Netto auch gekauft, den zeige ich euch dann gleich. Noch Edelmarzipan-Nougat-Baumstämme. Ganz schön Marzipan-lastig, also ich hoffe, ihr mögt Marzipan, wenn ihr bei Aldi einkaufen geht, weil da gibt es ganz viel davon. Aber es gibt ja noch andere Discounter, wie zum Beispiel Lidl. Da habe ich nämlich auch was gekauft, allerdings hat es auch Marzipan, aber egal. Und es sind diese Dominosteine, und viele Reaktionen im Netz sind so, oh nee, die mag ich, die sind trocken, aber ich finde sie überhaupt nicht trocken. Und ich finde sie richtig gut, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie die einzigen Dominosteine sind, die ich in vegan kenne irgendwie. Und deswegen freue ich mich immer so, weil ich wirklich Dominosteine ganz liebe, schon als Kind mochte ich die so gerne. Und ich hatte mir die kürzlich schon gekauft, weil ich habe letzte Woche, beziehungsweise Anfang dieser Woche, mit meiner Weihnachtssaison gestartet und habe mir da eben eine Packung gekauft von diesen Dominosteinen, weil ich die wirklich gerne mag. Bei Lidl habe ich dann noch entdeckt Marzipanbrot mit Ananas und Edel-Nougat-Baumstämme und Edel-Marzipan. Sonst gab es gar nicht so viel bei Lidl. Ich hatte immer gedacht, irgendwie, die haben ein bisschen mehr. Wir machen weiter mit DM. Bei DM habe ich diese Schoko-Mandel-Knusper-Orange, was auch immer, Knusper entdeckt.
Knusper, knusper, knusper. Auf jeden Fall war ich sehr überrascht und dachte mir, oh geil, weil das waren die einzigen, die glaube ich mit, also die vegan sind. Und ich probiere die gleich mal, weil ich will wirklich wissen, wie die schmecken. Weil ich finde auch zum Beispiel die Reiswaffeln mit Schoko, also zarte Schokolade und Orange ganz gut. Also die sind sehr interessant vom Geschmack, aber ab und zu kann man das ruhig mal essen. Ja, so sehen die aus. Mhm. Schmecken wie Schokogrossis, nur ein bisschen nicht ganz so süß, weil die eben zartbitter sind. Und nach ein bisschen leicht Orange. Also finde ich sehr, sehr gut. Freue ich mich, dass es die gibt, beziehungsweise dass ich die entdeckt habe. Dann habe ich bei DM noch gefunden Lebkuchenherzen gefüllte. Und die hatte ich letztes Jahr schon und die sind sehr, wirklich, das sind auch die einzigen veganen Lebkuchenherzen, die gefüllt sind. Und ich mag das, wenn das einfach saftig ist, so ein Lebkuchen. Und wenn da noch eine Füllung drin ist, ist noch besser. Und deswegen, ich fand die letztes Jahr schon super und ich habe sie jetzt mal wieder gekauft und die kann ich nur empfehlen. Und zu meiner Überraschung, ich weiß nicht mehr, ob ich das letztes Jahr auch entdeckt habe oder nicht, oder vielleicht gab es es auch noch nicht. Es gibt von bei DM von Alnatura Dominosteine mit einer Apfelfruchtfüllung und die sind auch vegan. Und ich war so perplex und überrascht, dass die dort sind und ich dachte, ich muss sie mitnehmen. Vielleicht sind die noch geiler als die von Lidl, wer weiß. Ich probiere sie einfach mal. Ich probiere nämlich jetzt alles, damit ihr gleich mitkriegt, ob sich das lohnt oder ob man die Sachen nicht kaufen sollte. Sehen aus wie normale Dominosteine. Also ich finde die von Lidl geiler, muss ich sagen. Ich finde die so ein bisschen apfellastig. Man schmeckt den Apfel nicht so stark raus, aber irgendwie ein bisschen zu gesund fast. Also ich werde sie auf jeden Fall essen und die schmecken auch. Aber die von Lidl finde ich besser. Das ist es nämlich auch. Das Gelee ist hier softer und bei Lidl oder bei denen von Lidl ist es halt so ein hartes Stück Leder. Leder sei schon Gelee. Und ich glaube, darauf stehe ich ein bisschen. Und wenn es so soft ist, ist es auch geil, aber nicht ganz so geil. Ja, bei DM habe ich noch ein paar andere Sachen entdeckt. Und zwar Anis-Sterne, die mag ich nicht so, die hatte ich letztes Jahr schon. Die sind halt gewöhnungsbedürftig. Eigentlich sind sie schon ganz geil, aber irgendwie schmecken sie auch sehr besonders. Also schmeckt halt nach Anis und das mag nicht jeder. Und ich bin da auch so unentschlossen, ob ich das jetzt mag oder nicht. Und dann gibt es noch Pfeffernüsse und Vanillegipfel. Und die sind auch vegan und die backe ich aber irgendwann mal in meiner Vorweihnachtszeit in den nächsten Wochen. Und da dachte ich mir, da muss ich jetzt die extra nicht noch kaufen, weil ich backe ja dann eh selber und die schmecken dann selber gebacken eh noch besser. Ja, dann war ich bei Netto und habe diesen Edelmarzipanstollen gekauft und wie gesagt, das sind ganz viele, das sind auch vegan, auch der von Aldi, wie gesagt, oder von Kaufland. Und es gibt die auch in groß, also jetzt bei Netto weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall bei Kaufland. Und ich hatte den letztes Jahr schon und ich mag den einfach, also es ist halt super ungesund und süß, aber es ist halt auch geil. Und an Weihnachten darf man auch hier mal schlemmen, finde ich. Also das gehört dazu. Und da darf man auch mal ungesund leben und deswegen gab es diesen Stollen für mich. Bei Netto habe ich außerdem noch entdeckt Jamaika Rumkugel. Die gibt es, glaube ich, auch bei Kaufland. Jetzt habe ich aber da nicht mehr in Erinnerung, ob die vegan sind bei Kaufland. Und es gibt noch Walnussmarzipan, was eigentlich sehr interessant ist. Und im Nachhinein dachte ich mir so ein bisschen, schade, dass ich es eigentlich nicht mitgenommen habe. Und es gibt noch Ananasmarzipan. Dann zum letzten Supermarkt, in dem ich war, und zwar war das Kaufland. Und habe da auch ein paar Sachen gekauft, eigentlich nur zwei. Zum einen, die habe ich entdeckt und war sehr überrascht und bin sehr, sehr gespannt. Lebkuchen, Delikatess-Lebkuchen von Frenzel und die haben, also mein Kaufland, ich hoffe, die anderen haben das auch, haben ganz, ganz viele Frenzel-Produkte und fast alle, ich würde mal sagen, so 80-90% sind vegan, also immer hinten nochmal drauf schauen, auf die Zutatenliste, aber die haben ganz interessante Sachen und ich, auch so Blinsen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die jetzt weich sind, diese Lebkuchen, oder eher härter und ich mag es ja softer, lieber, ich probiere die einfach mal. Ja. Die sind hart und trocken, das mag ich nicht. Also vom Geschmack gehen die schon in die Lebkuchenrichtung, aber irgendwie nicht ganz gut. Aber ich habe noch was anderes gekauft, Mandelspekulatius. Und ich bin ja großer Spekulatius-Fan eigentlich gewesen, früher immer. Dann habe ich mir irgendwann mal vor Jahren eine Packung gekauft, so normale Spekulatius, und habe die alle in mich reingestopft und dann mochte ich keine Spekulatius mehr. Und ich konnte sie nicht mehr sehen. Diese Mandelspekulatius mag ich allerdings noch ganz gerne. Und die habe ich mir auch mitgenommen und habe die anderen sozusagen stehen lassen. Und die jetzt zum Vorzeigen mitgebracht. Und die sind auch meistens vegan, wenn es Mandelspekulatius gibt. Darauf freue ich mich schon ein bisschen. Die werde ich auch essen. Die hatte ich auch schon die letzten Jahre öfters mal gekauft und weiß, dass die schmecken und gut sind. Dann habe ich bei Kaufland noch entdeckt Pfeffernüsse, Lebkuchen, Gewürzkuchen. Diese Produkte sind alle von Frenzel. Und wie gesagt, da sind ganz, ganz viele vegan und guckt die einfach an. Es gab auch Lebkuchenspitzen, die wollte ich eigentlich erst mitnehmen. Und es gibt gefüllte Spitzen mit Erdbeere
und einmal mit Sauerkirsche. Und die sind vielleicht auch noch ein bisschen geiler, weil die einfach ein bisschen softer sind, nochmal mit dieser Füllung. Ich habe die jetzt aber nicht mitgenommen. Dann habe ich noch halt die Gewürzspekulatius, wie schon eben erwähnt, die gab es da auch. Und die gibt es auch bei Aldi und ich glaube Lidl auch. Also eigentlich schon, irgendwie gibt es sie überall. Gewürzspekulatius, die sind auch vegan. Das war meine Inspirationsquelle, sage ich mal, beziehungsweise mein Video über die veganen Weihnachtsspezialitäten der Supermärkte. Und ich hoffe, mit den Produkten, die ihr jetzt gesehen habt, könnt ihr Weihnachten ganz gut überstehen. Mir hilft es immer ganz gut, dass man so ein paar Sachen kennt irgendwie und weiß, wo man da hingehen muss, um die zu bekommen, weil dann kann man die sich besorgen und wenn man dann die sich irgendwie in der Gruppe trifft oder so, isst man einfach die Produkte und dann ist man nicht ganz so irgendwie am Rande und darf nur den anderen zuschauen, wie sie ihre leckeren Plätzchen essen. Und genau, so hat jeder was davon. Und ich finde, damit kann man auch Weihnachten sehr gut überstehen und ich habe das Gefühl, dass es auch immer mehr wird. Und am besten guckt ihr selber in euren Supermärkten, was da für Produkte zu finden sind und schaut am besten hinten drauf. Das gehört einfach irgendwie dazu und mir macht so Spaß. Es ist aber auch interessant, das mal zu lesen, was da hinten oder generell was an Produkten alles so drin ist und sich dort versteckt. Auch nicht nur bei Süßigkeiten, sondern auch bei anderen Produkten. Das ist immer ganz gut, sich zu wissen. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Ansonsten verlinke ich noch euch meine letzten Rezepte hier oben, falls ihr so Inspiration sucht, was ihr so kochen könnt. Schreibt mir auch in die Kommentare, wenn ihr selber irgendwie Favoriten an Weihnachtsprodukten habt, also irgendwelche Süßigkeiten, die ihr gerne mögt und irgendwo entdeckt habt. Und schreibt mir rein, ja, was es für welche sind und wo ihr die her habt. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr das Video bis zum Ende angeguckt habt. Und solltet ihr mich nicht kennen, bzw. mich noch nicht abonniert haben, dann macht es doch. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss.